Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es in der Begrüßung schon gesagt, wir sind mitten in der Passionszeit, der Sonntag Letare, das ist das kleine Osterfest. Das bedeutet, mitten im Leiden öffnet sich unser Blick, unser Horizont hin schon auf das Ostergeschehen. Die Freude soll in unserem Herzen sein, auch wenn das Leiden noch mitten drin, wenn wir noch mitten im Leiden sind. Den Blick auf den Ostermorgen. Und da passt dieser verordnete Predigttext, den wir bei der Epistellesung schon gehört haben, denke ich, so wunderbar thematisch auch dazu. Und ich will ihn uns einfach nochmal vorlesen, zu Gehör bringen, den Predigttext, den der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Der Herr segne sein heiliges und lebendiges Wort an uns allen. Amen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, so in den Versen 3 und 4, ganz am Anfang, da steigt Paulus gleich richtig voll ein. Eigentlich das, was er sagen will, in den ganzen Versen, das fasst er da schon richtig kurz und prägnant zusammen. Wir selber sind ja immer bestrebt, viele Worte zu machen, aber Paulus bringt das auf den Punkt. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Und als ich mir den Text so ein bisschen genauer angeguckt habe, da bin ich darauf gestoßen, dass das Wort Bedrängnis, was jetzt in der aktuellen Luther-Übersetzung von 2017 steht, in der 1984er Bibel noch mit Trübsal übersetzt worden ist. Und das ist, wenn man in diesen griechischen Urtext hineinschaut, da steht das Wort Thlipsis. Und dieses Wort hat tatsächlich zwei Bedeutungen im Deutschen. Das eine ist einmal das Wort Bedrängnis und die zweite Bedeutung ist Trübsal. Und da habe ich mir so überlegt, das Wort Bedrängnis, das kam mir so vor wie etwas, was von außen auf mich einwirkt. Bedrängnisse sind das, was mich von außen, einwirkt. Und das sind Situationen, manchmal ist das was, dafür kann ich was, da habe ich die Situation selber herbeigeführt, aber dann sind das auch Situationen,
in die ich einfach hineingestellt werde, die ich gar nicht beeinflussen kann. Die sind einfach da. Und wir brauchen bloß mal jeder selber so mal darüber nachdenken, wie das in unserem Leben gerade im Moment ist. Da fällt mir ein, diese politische Situation, in der wir gerade stehen, wo alle unsere Sicherheiten, die wir gefühlt hatten, ja über Bord geworfen sind. Was wissen wir denn noch, was Sicherheit ist? In dem ganzen politischen Unruhen, die um uns herum ist. Krieg, Not, Teuerung, Krankheit, alles das, was wir gedacht haben, das ist doch in unserer modernen westlichen Welt überhaupt nicht mehr präsent. Plötzlich ist das tagaktuell und immer wieder in den Nachrichten. Dann sind das auch Sachen, die jeden Menschen persönlich irgendwo betreffen. Sind es Krankheiten? Ist es der Tod eines geliebten Menschen? Es gibt so viele Dinge, die uns von außen bedrängen. Und ja, auch unser Christsein kann und wird von außen bedrängt. Da gibt es Menschen, die spotten über unseren Glauben, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Und wir haben ja sogar, wenn wir in die Welt schauen, viele unserer Geschwister leiden Verfolgung für Jesus. Und da will ich euch eine Geschichte erzählen, die ich erst vor kurzem erlebt habe. Ich mache ja jetzt gerade ein theologisches Studium und wir waren in Präsenz und in Online konnten wir teilnehmen. Und da war ein Teilnehmer, den kannte ich vornweg nicht. Das ist ein ehemaliger Moslem gewesen. Der hat sich zum Herrn Jesus bekannt, bekehrt. Und das ist ihm teuer. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes teuer geworden. Und ja, in der Lehre, die dort in diesen theologischen Studien vorgenommen werden, das hat manchmal mit der Bibel sehr wenig zu tun. Da werden festeste und tiefste Glaubensüberzeugungen in Frage gestellt. Und was man erleben musste, ist eben, dass wirklich Fragen aufgeworfen werden, die so weit weg sind von Gott, die man nur schwer fassen kann. Und die meisten von uns Teilnehmern, wir haben das registriert, wahrgenommen, aber wir haben den Mund gehalten. Und der Moslem, der da mit im Kurs war, der war plötzlich für 2 Tage verschwunden. War nicht mehr online erreichbar, ging auch nicht ans Telefon. Und dann hat er sich bei uns gemeldet und hat in dem Kurs für uns alle Zeugnis seines Glaubens abgelegt. Er hat uns an seinem Schmerz teilhaben lassen, den er durch die Verhöhnung von Gottes Wort erlitten hat. Das war nicht bloß irgendein seelischer Schmerz, den er da getroffen hat. Er war nicht bloß irgendwie berührt von dem, was er gehört hat. Das hat ihm körperliche Schmerzen bereitet. Er hat 2 Tage und 2 Nächte nicht geschlafen, weil ihn das so bewegt hat, wie Gottes Wort verlästert wurde. Und ihr Lieben, das hat mir irgendwie die Augen wieder geöffnet und nicht bloß mir, sondern einigen anderen auch, wie wertvoll und kostbar Menschen das Wort Gottes ist. Wie sie es lieben und achten und ehren. Und das müssen wir uns von dem ehemaligen, musste ich mir von dem ehemaligen Moslem sagen lassen. Das war für mich eine ganz bewegende Geschichte. Und ja, was ich sagte, dieser Mensch, er hat Bedrängnis in seinem Leben erfahren. Er hat uns das gesagt, weil er sich zum Herrn Jesus bekannt hat, hat seine gesamte Familie mit ihm gebrochen. Ihm ist dieses Wort der Bibel heilig und von tiefster Bedeutung, weil er eben diese Bedrängnis erfährt. Und diese vielschichtigen Bedrängnisse, von denen ich gerade erzählt habe, davor sind wir ja alle nicht gefeit. Ob das Krankheiten sind, ob das Glaubensbedrängnisse sind, viele Sachen können wir ja gar nicht beeinflussen. Und dann passiert etwas, dann arbeiten diese Bedrängnisse in uns. Sie führen zu negativen Gedanken. Wir werden trübsinnig. Und hier kommen wir ja zu dieser zweiten Wortbedeutung. Trübsal. Und das ist ja im Gegensatz zu Bedrängnis etwas, was nicht von außen auf uns hereinwirkt, sondern
Trübsal, die kommt von innen heraus. Dann machen wir uns zum hundertsten Mal denselben Gedanken und die kreiseln und kreiseln, bewegen uns Tag und Nacht, immer wieder kommt das hoch. Die Sorgen nehmen überhand. Ja, und ihr Lieben, so ist es ja eigentlich auch in unserem Leben. Als Christen sind wir in unserem Leben mit Leid, Bedrängnissen und Trübsal konfrontiert. Da macht die Bibel ja auch gar kein Hehl daraus. Die sagt uns nicht, ja, wenn du zu Christus gehörst, dann läuft dein Leben super. Dann ist dein Konto voll, dann brauchst du nicht mehr zum Arzt gehen, höchstens mal zur Vorsorgeuntersuchung, aber sonst ist alles schick. Läuft doch dein Leben. So ist es eben gerade nicht. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehört auch Leiden zu unserem Leben dazu. Das ist die Bibel ganz klar. Aber, ihr Lieben, und das ist genauso klar, wir sind in diesem Leiden nicht allein. Wir können sicher sein, Gott führt uns nicht um unser Leiden herum, sondern hindurch. Und das ist was ganz Entscheidendes. Wir sind also in unserem Leiden, in das wir gehen, nicht allein, sondern Gott steht uns zur Seite. Und der Apostel Paulus, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Der setzt dem Ganzen noch eine Krone extra obendrauf. Denn er sagt uns in diesem Predigttext ja nicht nur Trübsal und Bedrängnis und Trost, sondern unser Leiden, durch das wir gehen, das hat einen Sinn. Das ist ja eine Sache, die in unserer heutigen modernen Gesellschaft, die ja immer nach dem Warum fragt, eine ganz schwierige Situation, die immer fragt, warum leiden. Und Paulus sagt, das Leiden, in das wir gehen, das hat sogar einen Sinn. Nämlich, das haben wir im Text gelesen, dass wir zuerst selber getröstet werden, aber auch selber trösten können. Das ist ganz entscheidend. Was ist nun dieser Trost, von dem ich hier rede? Es gibt, so habe ich mir das überlegt, ja einen ewigen Trost für uns Christen. Der ist begründet in der Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Da komme ich jetzt nochmal an den Anfang meiner Predigt zurück. Wir feiern ja heute dieses kleine Osterfest. Das dürfen wir an allem Leiden wissen. Jesus hat den Tod die letzte Macht genommen. Darin liegt für uns Christen dieser ewige Trost. Tod und Leid haben nicht mehr das letzte Wort. Die, die wir an Jesus glauben, werden ewiges Leben haben. Und ist sogar der Blick auch geöffnet, wie das sein wird. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, in Kapitel 21 steht geschrieben, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist unser ewiger Trost, dass wir eine ewige Heimat beim Herrn Jesus Christus haben, ewiges Leben. Das ist so, wenn ich sagen will, die Basis unseres Glaubens, dieser ewige Trost. Jesus hat den Tod besiegt. Aber dieser ewige Trost, den nehmen wir auch mit in unser Hier und Jetzt. Es ist also nicht nur ein Blick in die Zukunft, wenn wir beim Herrn sind, sondern auch in unserem Hier und Jetzt. Und wenn man da nochmal in den griechischen Urtext schaut, was ist die Bedeutung des Wortes Trost? Da steht im Griechischen Parakalein. Und das ist interessant, dem Gedanken mal nachzugehen, weil im Johannesevangelium wird an vielen Stellen der Heilige Geist als Paraklet benannt. Und da erkennen wir schon den Wortzusammenhang zwischen Parakalein und dem Paraklet, also der, der den Trost bringt. Und weil wir jetzt wissen,
dass der Heilige Geist der Tröster ist, so wissen wir auch, den Trost, den wir erfahren, das ist kein billiger Trost, so im Sinne von, wie die Welt tröstet, naja, Kopf hoch, wird schon wieder, oder alles wird gut. Na, so ist, wie die Welt tröstet, aber so tröstet Gott nicht. Sondern, ihr Lieben, der lebendige Gott selber steht durch den Heiligen Geist für diesen Trost ein. Jesus spricht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich lese das so, dass Gott dir und mir seinen Trost in deinem und meinem Leiden, in deiner und meiner Bedrängnis, in unserer Trübsal anbietet. Und jetzt die praktische Frage gestellt, wie können wir denn diesen Trost, von dem hier die Rede ist, wie können wir den empfangen? Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Die Bibel nennt das Gebet. Und wir brauchen da nicht hingehen und irgendwelche Texte auswendig lernen, um da in irgendeiner Übung uns da vor Gott zu begeben, sondern das, was uns auf dem Herzen ist, das können wir vor Gott ausschütten. Und wenn es ein Stammeln ist, wenn dir die Worte fehlen, dann stammel, weil, das sagt uns die Bibel, der Heilige Geist tritt mit Seufzen vor den Vater für uns ein. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich habe das noch nie versucht, ich weiß gar nicht so richtig, wie das geht, dann gibt es bestimmt Christen in deiner Nähe, zu denen kannst du gehen und sagen, mir liegt hier was auf dem Herzen, kannst du mal mit mir beten? Und dann werden wir diesen Trost empfangen. Und wenn wir so Gottes Trost in unserem Leben erfahren haben, wenn wir hindurchgetragen worden sind, so dient das nicht mehr nur uns selber. Na, das ist ja ganz klar. Wenn ich selber das Leiden noch nie durchschritten habe, dann fällt mir das auch schwer, andere Menschen so zu trösten. Aber wenn ich weiß, Gott hat mich selber durch die schweren Zeiten in meinem Leben hindurchgetragen, dann kann ich zu dem Nächsten sagen, der in Problemen steht, ich weiß, wie es dir geht, ich habe das selber durch. Und dann können wir denjenigen Trost zusprechen, weil wir selber das erfahren haben. Und das ist ja genau diese Befähigung zum Trost, von der Paulus hier im Vers 4 spricht. Gott, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in aller Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Plötzlich ist dann also nicht mehr so sehr die Frage, die uns beschäftigt ja auch und die die Welt auch immer wieder stellt, warum das ganze Leid und die Trübsal und die Bedrängnis in meinem Leben. Das ist die Frage, mit der wir auch von der Welt immer wieder konfrontiert werden. Aber jetzt gewinnt für mich eine ganz andere Frage Raum. Sie lautet nämlich, wozu dient das ganze Leid, die Trübsal und die Bedrängnis in meinem Leben? Dadurch, dass ich im eigenen Leiden gewesen bin und damit erfahren habe, wie Gott tröstet, erst dann habe ich ja das richtige Verständnis für meinen Nächsten, um ihn zu trösten. Indem ich selber Trost erfahren habe, kann ich auch anderen Menschen diesen Trost Gottes frohen und freudigen Herzens weitergeben, weil ich habe es erfahren. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Amen.